Also man muss ja auch zielgruppenorientiert arbeiten und mir sind Absolut. natürlich besonders die Zielgruppe Ü40 liegt mir sehr am Herzen. Seid ihr bereit? Aber sowas von. Aber sowas von. Dann schauen wir doch mal, was der Matthias uns heute mitgebracht hat und fangen an mit Halloween Pumpkins. Oh. Boah, super, oh. Oder? Ja, mehr Details. Gib uns mehr Bilder, komm. Okay. Hammer. Also man sollte natürlich bestenfalls das mit diesen LED-Kerzen machen und nicht mit echten Kerzen, weil man munkelt, Plastik schmilzt irgendwann. Verrückt. Das passiert, okay. Ja, das passiert, so viel sei dazu gesagt. Und natürlich ist es schön, wenn man orangenes Filament da hat. Natürlich kann jetzt jeder kommen mit so, ja, das macht man aus echten Kürbissen und keine Ahnung was, ist ja vollkommen fair. Aber vielleicht hat der oder die ein oder andere durchaus auch Spaß daran, sie in kleinerer Version und mit ein bisschen größerem kreativen Potenzial umzusetzen. Ja. Also die vergammelt halt auch nicht, ne? Also das ist ja auch das Schöne, was man ja sonst bei richtigen Kürbissen dann halt so manchmal das Problem hat, dass sie stinken dann oder die fallen so in sich zusammen und sehen dann auch nicht mehr gut aus. Also ich verstehe schon, dass das nachhaltiger ist, aber ja, vor allem ich bin jetzt auch nicht so der Kürbissuppen-Fan. Ja, wenn du jetzt mal guckst, die haben ja Gesichter und man kann die ja von den Gesichtern sehr gruselig und sehr wenig gruselig machen. Ne? Das stimmt. Und wenn man hier einfach zum Beispiel versucht, immer ungruselige Kürbisse zu machen, alle Kinder erschrecken sich immer, ist das die Möglichkeit, endlich mal einen freundlich guckenden Kürbis zu machen. Das finde ich ein schönes Schlusswort für diese Idee. Ja. Okay, gut. Nummer 2, Child Safety Door Latch. Also eine der anwesenden Personen in dieser wunderschönen Aufnahme hat ja ein Kind, das anfängt zu laufen und vor allem das anfängt, sich an allem festzuhalten, was irgendwie in der Nähe ist. Da könnten Türen ein Thema werden. Ja, könnten ein Thema werden. Also man müsste natürlich jetzt noch solche Doppeltüren haben. Ja. Aber hier geht es ja auch um die Idee an sich. Ne? Genau. So, und das Thema hast du auf jeden Fall. Und was ich zum Beispiel ganz cool finde, zusätzlich noch zu diesen Verschlüssen jetzt, um mal so generell von Verschlüssen zu arbeiten, wenn du dann halt noch irgendwie so spezielle Kanten schützen kannst, dass die halt nicht mehr so harte Kanten sind. Also wenn du dann halt aus diesem TPU was druckst und das ist dann schön gummiartig und das klippst du so irgendwo drüber. Das finde ich auch noch eine ganz reizvolle Idee. Habe ich aber jetzt so noch nicht umgesetzt, muss ich sagen. Also ich habe die schnöden Selbstkauflösungen bisher umgesetzt. Verstehe. Wie lange brauchen Kinder denn, um mitzubekommen, dass man einfach nur in der Mitte das Ding hochdrücken muss und dann wieder freie Fahrt hat? Also wenn das dann tight fit hat, dann wahrscheinlich länger, weil die Kraft musst du aufwenden. Und vor allem, wenn du nach oben drückst, ist das, glaube ich, für so ein Kind dann noch ein bisschen schwieriger. Es ist einfach für die Entwicklung des Kindes auch, wenn es das aufkriegt, dann hat es das auch verdient. Dann ist einfach dieser nächste Wachstumsschritt dann auch geschafft. Dann genau, ist es dann, vielleicht darf auch legitim. Dann darf es auch in die Küche gehen und sich die Finger verbrennen, weil dann hat es ja geschafft. Dann braucht es etwas Besseres. Ja. Dann muss Papi was Besseres drucken. Genau. Dann kommt halt eine schwere Eisenkette dran. Genau. Ja. Okay. Gut. Pac-Man's Ghosts. Okay, wir haben schon länger keine Lampe mehr gehabt, oder? Ja, aber hey, keine Folge ohne Lampe und die finde ich. Gute Folge ohne Lampe, ist, muss man sagen. Ne? Ja, die ist super. Ja. Die ist einfach. Ja. Also, das Schöne an dem Druck ist, dass man nicht mal einen Drucker braucht, der dreifarbig drucken muss. Sondern das Ganze, wenn du ein bisschen weiter gehst, sieht man, das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Filamenten. Und du kannst auch mit Loch drucken. Wenn du natürlich einen Drucker hast, der das alles kann, so wie auf den Fotos, dann ist das natürlich auch gemütlicher. Oder wenn man halt mitten im Druck Farben wechseln will. Man munkelt, für die eine oder andere Person ist das zu stressig. Ja, finde ich mega. Mega gutes Ding. Sehr cool umgesetzt, auf jeden Fall. Ja, einfach top. Und machen schon was her. Und der Nerdfaktor ist natürlich auch wieder extrem. Ne? Ja, total super. Ja.
Also man kann es auch so ein bisschen als Inspiration sehen, weil es muss ja nicht nur ein Pac-Man in dem Stil sein. Ich kann ja auch einen Wal oder eine Giraffe oder keine Ahnung was in dem Stil bauen. Weil wenn man sich nochmal, wenn du auf, ich glaube, das sechste Foto gehst, bitte, da sieht man, wie die, ja, noch zwei weiter mit den LED-Streifen, da sieht man, wie super simpel das Ganze gemacht ist. Also das ist null komplex, das kriegt jeder, der ja, sich zwei YouTube-Videos anschaut und sich für 15 Euro einen Lötkolben kauft, kriegt das auch hin. Das Coole ist ja auch, dass das einmal, du hast ja einmal unten die Bodenplatte, dann die Seitenteile und dann vorne, das heißt, du brauchst auch überhaupt gar keinen Support oder so, hast kein Getriebe, oder? Das wird komplett ohne Support gedruckt, also ohne irgendwelche Stützkonstruktionen. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Und du kannst es ja vor allem auch in verschiedenen Größen drucken. Das ist, ne, auch witzig. Also das ist bis zum. Geht auch, ja. Kannst dann deinen Drucker anpassen. Ja? Ich glaube, der Basti Drucker mit, ist genau. Da die Grenze, ja. Denke ich auch. Genau. Basti mit seinen übergroßen Druckern, ich sehe da riesige Pac-Mans demnächst stehen bei dir. Großartig. Ich versuche immer Basti zu erklären, dass seine Drucker zu klein sind. Ich habe ihm letztens einen Drucker geschickt auch. Mit 2,5 Meter Bauraum. Hat ihn noch nicht. Höhe. Aber er war noch nicht so begeistert, die 3,50 Meter, die Deckenhöhe, die dieses Gerät braucht, in seinem Büro mit dem Mieter über ihm abzuklären. Ja, also hier habe ich das, Leute, aber in der neuen Fläche nicht. Also die Deckenhöhe habe ich dann nicht mehr. Hier habe ich sie, brauchst du aber nicht. Und ja, aber wer braucht so einen hohen Drucker? Also ich werde jetzt... Naja, da müssen einfach mal mehr Leute in die Kommentare schreiben, ob du so einen großen Drucker brauchst und ob ihnen Szenarien einfallen würden, wo man so einen großen Drucker braucht. Wir brauchen eine 2,50 Meter hohe Giraffenlampe im Pac-Man-Style. Hier habt ihr ja einen Anwendungsfall. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen und lassen einfach unsere Zuschauer entscheiden. Ja? Gut, ich sehe schon, Matthias trägt heute echt dick auf. Weil nicht nur Lampe, sondern jetzt auch Katze. Oh. Katze muss auch dabei sein, damit alles funktioniert. Fehlt noch Hexagon. Was, Hexagon? Fehlt noch ein Hexagon, damit wir es voll haben. Achso, so ein Honigwarmbuster. Ja, das stimmt. Genau, ja. Exakt. Mal gucken. Okay, willst du uns was dazu sagen, Matthias? Ich würde sagen, dieses wundervolle Geschöpf spricht für sich. Ja, Staubfänger, Sarah, da gebe ich dir recht. Aber man muss ja auch immer mal wieder kleine Akzente setzen, dass der 3D-Drucker im Haushalt akzeptiert wird. Ah ja. Musstest du das drucken, Matthias? Das ist jetzt, glaube ich, die viel wichtigere Frage. Ja? Musstest du das drucken, Matthias? I take the fifth. Okay, gut. Alles klar, okay. Ja, gut. Ansonsten Katze, ja, ich denke, Reinhold braucht man nicht fragen, der findet das super. Und, nur weil hier lebende Objekte rumlaufen, muss ich die nicht irgendwie in allen möglichen Schnulli-Varianten auch noch irgendwie gedruckt hier stehen haben. Also. Schnulli-Varianten. Auch wirklich sehr schön. Ja, also hast du es schön zusammengefasst. Also ich fand das Modell an sich sehr schön, aber es ist halt so, ja, da kann man dann wieder so Nippes reinlegen. So, aber wenn es dafür da ist, halt irgendwie. Nippes reinlegen. Ja, kann man nur Nippes. Nein, du könntest natürlich auch für deinen Basteltisch könntest du da zwischendurch mal ein paar Schrauben reinlegen oder so. Das möchte ich sehen, Basti, wie du auf deinem Basteltisch dann so kleine Katzenbehälter stehen hast, wo du dann. Es gibt sicherlich Leute, die das machen. Ich nicht. Super. Wenn Basti seine Feinwerkstatt auspackt und dann an irgendwelchen Uhren mit irgendwie M0,1 Schrauben rumhantiert, dann ist das durchaus der Anwendungsfall. Okay, gut. Wenn du schon das Wort Anwendungsfall in den Mund nimmst, dann kommen wir mal zu dem fünften von heute. Also das ist ein Stifterhalter. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Okay, Reinhold findet es schon mal lustig. Das ist schon mal viel mehr. Komm, bitteschön. Das ist mein Humor, danke. Also, ja, zielgruppenorientiert, Matthias. Gut getroffen. Ist einfach, ja, ist schön. Auch wirklich schön, wie es wirklich nochmal aus allen Perspektiven abgelichtet wurde. Damit man auch wirklich erkennt, was es ist. Ne? Also, es ist nicht, dass das erste Bild schon irgendwie vielsagend wäre, aber. Es ist einfach ein Hingucker, oder? Auf dem Schreibtisch, wenn man das, also da ist es schade, wenn man nur Homeoffice macht, dass es einfach im Büro kommt, das ist total super.
Oh, herrlich. So was, was ich hier auf der Zulassungsstelle oder so, nimmt die Dame erstmal hier still mit aus dem. Ja, das fände ich cool, ja. Also ja, so bei, vor allem bei so richtig bierernsten Geschichten. Oder beim Notar. Beim Notar wäre es auch noch gut. Der so, Notar, der so, so, ich habe hier auch, Sie können sich da einen Stift nehmen. Sehr gut. Vielleicht auch für unsere Anwälte, die hier zugucken. Ja. Genau, ich weiß, für wen ich das drucken werde und wen ich das schicken werde. Einfach Traum. Super, super. Da will ich dann aber Fotos sehen. So ein richtig schön, so ein Glasschreibtisch. Also auch ein riesen Büro, richtig geil, richtig repräsentativ. Eckbüro. Genau, zehnte Eckbüro. Etage. Nee, nicht zehnte, auf jeden Fall Topfloor. Ja. Und dann das mit so, Blick über so richtig. Frank, mit Blick über Frankfurt, irgendwie über die Skyline. Und dann machst du den Shot. Ja, super. Nee, klasse. Nee, finde ich super, ja. Also das wäre eine richtig gute Idee. Ja. Das Foto will ich wirklich sehen, ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Matthias, für deine Vorschläge. Vielen Dank, Reinhard, dass du auch wieder dabei warst. Vielen Dank an unsere Zuschauer, dass ihr weiterhin so fleißig uns bei der Stange bleibt. Schreibt uns in die Kommentare, was hat euch heute denn am besten gefallen? Wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, folgt unserem Hashtag die 3 von der Druckstelle. Wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, abonniert doch bitte gerne diesen Kanal und lasst uns auch gerne mal ein Like da. Wir freuen uns riesig darüber. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Tschüss.